Heute sprechen wir über Anlagenabgänge. Stell dir vor, du bist Unternehmer. Du hast zum Betriebsjubiläum beschlossen, einen neuen Kaffeevollautomaten für deine Angestellten zu kaufen. Da die alte Kaffeemaschine noch gut funktioniert, möchtest du diese verkaufen. In der Bilanz weist sie noch einen Restbuchwert aus. Du fragst dich nun, wie du den Anlagenabgang, also den Verkauf der Kaffeemaschine, in deiner Buchführung zu berücksichtigen hast? Anlagenabgänge betreffen die Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wie in deinem Fall den Verkauf der alten Kaffeemaschine. Die Vermögensgegenstände können dabei bereits voll abgeschrieben sein oder noch einen Restbuchwert ausweisen. Bei der Verbuchung des Anlagenabgangs unterscheiden wir zwischen drei Szenarien: Verkauf zum Buchwert, dem Verkauf über Buchwert und dem Verkauf unter Buchwert. Schauen wir uns als erstes den Verkauf zum Buchwert an. Bei einem solchen Verkauf entspricht der Verkaufspreis dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert der Ware. Die Kaffeemaschine wird in voller Höhe ausgebucht. Der Geschäftsvorfall ist dabei erfolgsneutral und wirkt sich nicht auf den Erfolg deines Unternehmens aus. Bei einem Verkauf über Buchwert ist der Verkaufspreis höher als der in der Bilanz ausgewiesene Betrag. Auch hier wird der Restbuchwert der Kaffeemaschine in voller Höhe ausgebucht. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert wird als sonstiger Ertrag verbucht. Da der Gewinn deines Unternehmens steigt, handelt es sich um einen erfolgswirksamen Geschäftsvorfall. Bei einem Verkauf unter Buchwert ist der Verkaufspreis niedriger als der Restbuchwert. Ursächlich hierfür ist ein zu niedrig bemessener Abschreibungsaufwand oder eine verkürzte Nutzungsdauer. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert wird als sonstiger Aufwand nachträglich verbucht. Der Gewinn deines Unternehmens sinkt und der Geschäftsvorfall ist deshalb ebenfalls erfolgswirksam. Zusammengefasst betreffen Anlagenabgänge die Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nach Vollabschreibung oder bei vorhandenem Restbuchwert. Drei Fälle sind dabei möglich. Wird ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens zum Buchwert verkauft, so ist der Geschäftsvorfall erfolgsneutral. Ein Verkauf über Buchwert wird als sonstiger Ertrag erfolgswirksam verbucht. Ein Verkauf unter Buchwert wird als sonstiger Aufwand ebenfalls erfolgswirksam bilanziert.